Ein Griff, ein Zug. Ein Griff, ein Zug. Der Blick ist nach oben gerichtet, der Atem kontrolliert, die Muskeln angespannt. Die Kletterhalle der Naturfreunde Linz in Auwiesen ist ein richtiges Paradies für Kletterer. Von den Routen her muss man sich so vorstellen, dass wir ungefähr 540 verschiedene Routen haben, in den Schwierigkeitsgraden eingeteilt. Beim Klettern gibt es ja Schwierigkeitsgrad 1 bis 12 und in der Kletterhalle selbst haben wir so ab 3 die Schwierigkeitsgrade. Und da kann man sich ganz einfach wirklich austoben vom Hobbykletterer, vom Kletterer, der vielleicht im Therapiebereich hier unterwegs ist und seine Rückenmuskulatur stärkt, bis ganz einfach zu den Leistungssportlern, die hier wirklich ein ganz großes Angebot haben zum Trainieren. Indoor-Klettern wird bei den Sportbegeisterten immer beliebter. Klettern in der Halle eignet sich perfekt für Trainingseinheiten. Es ist wetterunabhängig und nicht so weit entfernt wie natürliche Klettergebiete. Es gibt also 3 verschiedene Disziplinen beim Klettern. Das eine ist das Bouldern. Bouldern ist Klettern ohne Seil in Absprunghöhe. Also das sind die kleinen Wände in unserer Kletterhalle, wo die Absicherung einfach die dicken Matten sind. Man kommt nicht hoch hinauf und wenn man runterfällt oder hüpft, dann landet man auf den dicken Matten. Dann gibt es das Top-Rope-Klettern, das heißt Top, die Spitze, Rope, das Seil, das kommt eben vom Englischen. Und da hängen die Seile drinnen. Das heißt, man braucht aber einen Kletterpartner. Einer klettert, einer sichert. Und da ist natürlich wichtig, dass man diese ganze Sicherungstechnik auch ganz ordentlich und korrekt beherrscht. Eine weitere Disziplin ist das Vorstiegsklettern, bei der das Seil am Boden liegt. Durch Karabiner in der Wand sind Kletterer gesichert. In dieser Königsdisziplin ist Gerda Raffetz-Eder ein richtiger Profi. Also die Gerda war ganz, ganz lange ein großes Aushängeschild des oberösterreichischen Klettersports. Sie war Boulder-Staatsmeisterin auch. Sie war Staatsmeisterin am Vorstiegklettern. Ja, ich bin viele Jahre Worldcups geklettert und habe da immer wieder Top-10-Plätze erreicht. Bei internationalen Masters in China war ich habe ich 2. Plätze erreicht, nur bis zum obersten, zum ersten hat es leider nie gereicht. Kletterhallen sind der perfekte Ort, um das Klettern zu erlernen. Kurse werden von den Naturfreunden Linz sowie vom Alpenverein angeboten. Zur Grundausstattung jedes Kletterers gehören Klettergurt, Kletterschuhe, Sicherungsgerät und Schraubkarabiner. Die passende Ausrüstung gibt es aber auch in der Halle zum Verleih. Wir haben bei den Linzer Naturfreunden eine ganz aktive Wettklettergruppe, wo man sich vorstellen kann, dass zum Beispiel die 16-, 17-Jährigen trainieren in der Woche 20 Stunden. Ja, also da muss man schon ganz, ganz viel investieren in den Leistungssport, dass man vorne mit dabei ist. Es ist der Jugend-Europacup in Linz. Es ist ein sehr wichtiger Bewerb für mich. Ich habe lange hier trainiert. Ich freue mich auch schon sehr drauf. Ja, wir trainieren 3-mal in der Woche da. Also mir gefällt es gut. Was? Ja, also mir gefällt es recht gut wegen den hohen Routen auch und ja, dass da einfach so viele Sachen gibt. Ich bin durch meine Tante zum Klettern gekommen. Da bin ich das erste Mal in die Kletterhalle gegangen und habe mir gedacht, boah, das möchte ich auch mal machen. Und es hat mich einfach so fasziniert, da mit den bunten Griffen aufzuklettern und dass man dann ganz oben ist. Und so bin ich zum Klettern gekommen. Also bei der Landesmeisterschaft bin ich die Erste geworden und das war mein bester, also mein größter Erfolg. Also ich bin bei einem Landesbewerb Zweite geworden. Wer jetzt Lust aufs Klettern bekommen hat und sich selbst gerne an der 2500 Quadratmeter großen Kletterfläche versuchen möchte, der ist in der Kletterhalle herzlich willkommen.